Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei... Und nun viel Spaß. ...hergekommen sind auf Einladung von unserem Oberbürgermeister, Organisation von Herrn Koschig, der es gemacht hat, in diese wunderschöne Atmosphäre. Wir haben hier in größeren Rahmen gefeiert, das ist dieses Mal nicht zustande gekommen. Deswegen haben wir gesagt, wenn Gäste da sind, laden wir sie gerne ein. Ich glaube, die meisten hier haben gestern Abend, wie wir es gerade schon gesagt haben, einen sensationellen Opernabend erlebt. Für Bayreuth ein Highlight. Ich kann die Buß auch verstehen, aber ich fand es begeisternd. Also es ist einfach schön, wenn man so etwas Neues erlebt und so ein Gewusel im wahrsten Sinne des Wortes. Bayreuther Festspiele, Bayreuther Bier und Bäckerei und Wurstspezialitäten, aber auch das wunderbare Ambiente der Eremitage war eine gute Gelegenheit, einen Tag nach der Festspieleröffnung mit der Neuinszenierung des Lohengrin hier mit Persönlichkeiten aus Bayreuth, unserem Oberbürgermeister, Wirtschaftsvertretern, dem amerikanischen Botschafter Murphy, aber auch Bundesverkehrsminister Ramsauer, dem amerikanischen Generalkonsul in Bayern, Herrn Tribble, zusammenzukommen. Das hat Jeff Meisel und die Brauerei Meisel ermöglicht. Steingräber hat sich mit einem wunderbaren Flügel und einem jungen Konzertpianisten präsentiert. Und wir konnten über Probleme unserer Region mit dem Verkehrsminister sprechen. Wir konnten die internationale Ausrichtung Bayreuths mit dem amerikanischen Botschafter besprechen. Das Projekt der internationalen Schule ist ja ein wichtiger Standortfaktor, um auch Unternehmen mit Beschäftigten aus internationalen Bereichen stärker für Bayreuth zu interessieren. Und diese Vernetzung über Kultur, über kulinarische Spezialitäten bis hin zu dem, was Bayreuth im kulturellen, im architektonischen Bereich, wie hier gerade in der Eremitage, zu bieten hat. Mit diesem Funden wollen wir wuchern und ein Netzwerk bauen, ein Netzwerk bilden, damit unsere schöne Region, die ja weit über die Stadt Bayreuth hinausgeht, doch vernetzt ist mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, Europa und weltweit.